I can't explain it over the phone. You'll see it when you get here. Come to Serpent Creek, please. You're my only hope. Ich hasse Cliffhanger. Aber egal, darum kümmern wir uns später. Willkommen zu Let's Play 9 Clues. Ein weiteres Wimmelbild-Adventure wird hiermit in meine Projektliste aufgenommen und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe das Spiel bereits angespielt und bisher bin ich ganz zufrieden. Eigentlich hatte ich erst geplant, Fallen Shadows aus der Wimmelbild-Box 7 zu spielen, aber der Titel hat mir so gar nicht gefallen, auch nach 2-3 Anläufen einfach nicht. Deshalb habe ich mich für 9 Clues entschieden, die Wahl fiel dann darauf, auf dieses Spiel aus der Wimmelbild-Box 9, in welcher übrigens auch Nightmares from the Deep 2 war. Dieser Titel wird also, wie versprochen, auch folgen, das habe ich ja gesagt, aber erst später. Zu 9 Clues jetzt. Wir befinden uns im Amerika der 50er Jahre und müssen unsere Freundin Helen finden, die in Serpent Creek verschwunden ist. Das ist die, die wir gerade da gesehen haben. Was uns dort erwartet, ist unklar, aber der Vorspann hat gezeigt, da ist auf jeden Fall irgendetwas faul. Und was das ist, würde ich sagen, das finden wir jetzt heraus, nachdem wir ein neues Profil angelegt haben. Auch hier natürlich musste man erst wieder einen Test-Account starten. So. Oh, Detective. Nee, ich belasse es dann doch mal hierbei. Völlig langweilig, monoton, konservativ und eingefahren, aber auch bewährt. So, das hatte ich schon so. Moment, warum ist das so laut? Hey! Hey, who's there? Moment. Also, bei dem anderen Account hatte ich das nämlich eingestellt extra. Ich habe gedacht, das bleibt so. Offenbar wird das dann wieder alles auf Anfang gestellt. Ja, schön. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut und ich hoffe, man hat mich jetzt überhaupt gehört. Okay. Egal, wir starten jetzt unverzüglich ein neues Spiel. So, wir haben einen Schwierigkeitsgrad, den wir wählen können. Leicht, sicher. Was haben wir denn hier? Lädt schnell auf. Detective Mode. Also, so wie ich das verstanden habe, sind wir ein Detective. Und das hier ist eine Reporterin. So normal. So, und schwierig, wir nehmen natürlich das hier. In Wimmelbildzielen gibt es eine Strafe für falsches Auswählen. Diese berühmt-berüchtigte Klickstrafe, die ich immer noch nicht kennengelernt habe. Interaktive Bereiche und Wimmelbildzielen werden nicht angezeigt. Tipp und Lösen lädt sehr langsam auf. Auf der Karte während des Detective-Modus werden keine visuellen Tipps angezeigt. Und genauso machen wir das. Ist das nicht toll? Hier grinst sie noch zuversichtlich. Hier schielt sie irgendwie merkwürdig, als hätte sie irgendeinen Anfall. Und hier das absolute Gruselbild. Verlaufenes Make-up bei einer Frau. Das absolute Bild des Horrors. Prägt es euch ein, denn genau das nehmen wir jetzt. Dealing with the supernatural is always a challenge. But the most challenging case I ever received came from my longtime friend, Helen Hunter. She had gone with her assistant to Serpent Creek to report on the local festival. Stammering and sobbing, she asked for my help. It sounded serious enough. Before the call broke off, she said she had uncovered a horrible secret. I should find a room and begin my search first thing tomorrow morning. What is that thing? So, also, das sind wir. Ich kann das Interface, denke ich, ja mal kurz erklären. Tipp, Menü, hier wäre normal ein Inventar, wir haben keins. Und hier natürlich ein Tagebuch, das ist auch immer mit vor Ort. So, wir haben das hier in zwei Dinge unterteilt. Einmal Aufgaben und Personen. Aufgaben finde Helen und sie, ob es ihr gut geht. Und Personen. Ich glaube, genau, das aktualisiert sich auch mit der Zeit.
Helen und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Sie war blond und voller Ambitionen. Was sie zu einer erfolgreichen Reporterin machte, hoffentlich geht es ihr gut. Aha, ist sie jetzt auf blond auf dunkel umgestiegen oder warum war? Aha, wir leben schon wieder in der Vergangenheit. Was für eine optimistische Einstellung. So. Auf der Treppe liegt ein Mann. Und darüber steht ein Wesen. Ich muss etwas unternehmen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt raus und klären das auf diplomatische Art und Weise. Geht das? Nein. Das Spiel bietet mir leider keine diplomatische Lösung, also greifen wir zur Gewalt. So. Sobald sich das Ding in so ein Rädchen verwandelt, kann man etwas machen. Und in dem Fall können wir die Hupe betätigen. That was close. I need to get out of the car. So. Unser Tagebuch wirft mit Fragezeichen um sich. Das heißt, es gibt was zu lesen. Genau, und da gibt es hier, das ist die dritte Rubrik, die Hinweise. Also einmal das hier und einmal das hier und dann diese Hinweise, die nach und nach dann irgendwie so, glaube ich, aufgedeckt werden. Das Monster. Ich wurde von einem riesigen Reptil angegriffen. Seine Haltung ähnelte der eines Menschen, aber die Größe seiner Zähne nicht. Es ist groß, schnell und hungrig. Wo ist mein Beistand, wenn ich ihn brauche? Tja, hier jedenfalls nicht. Ah ja, das ist Inventar. So, und jetzt glaube ich genau, wenn das so eingekreist wird, dann können wir nur dort. Neue Aufgabe, Notruf. Nein, Aufgaben. Hilf dem bewusstlosen Mann. Ich lerne jetzt dazu und greife auch sofort an zum Tagebuch, wenn es sich aktualisiert und nicht dann erst eine halbe Stunde später. Ich muss ihm helfen. Ja, genau. Erstmal beklauen wir ihn. Denelator. Ah ja, so. Rein damit und jetzt Wiederbelebung. What? What happened? Who are you? A giant reptile creature. Have you been drinking? Oh, I'm sorry. That was rude. Thank you for your help. I'll explain later. Please, come in. Aufgabe abgeschlossen. Notruf. So. Und natürlich fällt auch wieder auf, wir reden in Englisch miteinander. Aber ich denke, wir sind im Englischen ganz gut bewandert und können deshalb hier getrost mitreden. Noch geschmackloser geht es wohl nicht mehr, Rattlesnake. Ach doch, es geht immer noch. This van belongs to Helen's magazine. She has to be somewhere in town. So, na natürlich nicht. Und das zweite, was auffällt, wir sind schon wieder eine Frau. Ich weiß nicht genau, also ich mache das nicht mit Absicht, ne Leute, also ich suche mir jetzt nicht nur Spiele aus, wo ich eine Frau sein darf, einfach mal, weil ich in meiner Persönlichkeit gespalten bin und eine Frau in meinem Männerkörper wohnt. Also so ist es nicht, ja? Oh, ja, noch eine Hupe. So ein krankes Geräusch. Ach, ich kann sie nicht mehr betätigen, scheiße. Aha. Ein Zahnrad, 1 von 7. Aha. Darf ich erfahren, wofür ich das brauche? Bestimmt nicht. Was ist hier? Ich brauche eine Karte. Wir kommen nicht raus. Gut, dann gehen wir halt rein. Na, wo ist er denn jetzt? Hallo. Wen soll ich anrufen? Die Geisterjäger? Ja, selbstverständlich. Die Ghostbusters! Ah. Unsere Map. Rattlesnake Hotel. Aha, du bist hier. Das finde ich immer so geil, dieses du bist hier. Guestbook's full. And it wouldn't interest you anyway. Sorry about before. Forgot to take my meds is all. What brings you to Serpent Creek anyway? You're looking for someone. Helen Hunter. Nope, it doesn't ring a bell. Sorry. Let me fix you up with a room. It's the least I can do, right? Here, keys to room 8. Neue Aufgabe, mein Zimmer. So, was haben wir noch? Der Mechanismus muss repariert werden. Einige der Zahnräder fehlen. Bitte kümmere dich so schnell wie möglich darum, Mr. Black. Aha. Ach, das ist Mr. Black. Ja, stimmt. Er hätte mit seinem Inhalator, der könnte echt Darth Vader Konkurrenz machen. Was für eine schöne Landschaft. Huch, nein. Doch nicht so. Ja, also.
Ich sehe jetzt nicht so viel drauf, das gibt die Auflösung leider nicht her, aber ja, wenn ihr das sagt. Serpent Creek News, 14. September 53, letzter Tag des Festivals von Serpent Creek. Der Sessel könnte weiter... Da ist was in der... Oh mein Gott! Oh mein Gott, da ist was! Oh mein Gott, die Augen des Grauens! So, habe ich noch was übersehen? Bestimmt. Kann ich mit dir noch was reden? You can check into your room. Ja, ja. Gut, dann gehen wir mal hoch. Whoa, what is that? Jetzt mal langsam, ja? Wir sind hier nicht in San Francisco. Fest verschlossen. Aber da ist was. Besuche unser berühmtes Schlangenmuseum, triff tödliche Reptilien und bestaune alte Schätze. Ich wollte eigentlich noch am Leben bleiben, wenn es recht ist. Noch ein Zahnrad! Ja, das ist ja auf die Notiz, die deutet hin, dass wir irgendwas reparieren müssen, das ist ja klar. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein, ne? Sonst können wir doch bestimmt eh nichts machen. Hallo? Hallo? Trinke nicht die schwarze Mamba. Ah, die Black Mamba. Die Achterbahn aus dem Phantasialand, aber ich denke, die meinen sie nicht. Ursache, Ursache, wovon? Ursache, Fragezeichen. 10.11. 12. September, das ist bestimmt vom Schlangenfestival, wie lange das dauert. Warte, was? Wie immer, ich sehe bestens aus. Oh, oh, was sind wir heute wieder bescheiden? Oh Mann. Ja, na klar. Hey, Elvis. Okay, das mache ich jetzt den Rest der Folge. So, das reicht. Hm. Was? H. H. Punkt. Ob dieses Kästchen Helm gehört? Nein, bestimmt nicht. Jetzt sagt nicht, das kann man damit aufmachen. Das ist nicht richtig. Okay. Okay. Hm. Ein Schlüssel. Wie unauffällig. Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht. Oh. Oh, ja, wie spontan. Was für ein spontaner Ausruf. Oh. Ja, und damit haben wir auch unsere erste Wimmelbild-Szenerie. So, was brauchen wir? Buchstabe H. Da. Also, was die Folgenlänge angeht, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. 15 Minuten. Ne? Das Übliche halt. So. Ne? Ja. Ja, mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Also, ich denke, hier kann man sich ja mal ganz gut an so ein 15-Minuten-Limit halten. Weil man ja speichern kann, wann man will, ne? Aha, meine Batterie. Zähne. Was haben wir denn noch? Ein Film. Eine Lupe. Seife, genau. Ja, natürlich. Wir müssen doch immer bestens aussehen, ne? Das ist eine schöne Musik eigentlich. Also ich finde sie ganz nett. Oh, wer ist denn das? Der andere Typ da. Ey! Ach nee, ich bin ja eine Frau. Ich darf ja gar nicht eifersüchtig sein. Was ist das denn? Au! Ja, aber wo sind die Streichhölzer? Hallo? Hä? Und was bist du? Hallo? Hallo? Vor allem, wo ist das Parfüm? Dass ich als Frau jetzt nicht in der Lage bin, das Parfüm zu finden, ist ja schon an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Ich wollte gerade sagen. Oh, ach ja. Hat lang gedauert. Helens Schlüssel. Ha. Ja, ist auch schön gemacht. Man kann wieder durch diese so Animationen dann wieder den Rauch zum Beispiel einfangen. Das finde ich ganz nett gemacht. Also sowas hier machen die ja auch. Also das ist echt nicht schlecht. Ich schätze, da mag jemand keine Schlangen. Die Menschen hier sind sehr seltsam. Mir ist aufgefallen, dass die Einheimischen schläfrig und langsam wirken. Viele von ihnen bleiben den ganzen Tag drinnen. Mit dem Hotelmanager stimmt auch etwas nicht. Vielleicht findet Joe ja etwas über Mr. Black heraus. Mhm.
What is this suitcase doing here? I must ask you to leave the room, now. It hasn't been serviced yet. Here, take this card and go for a walk or something. Take a tour around town. Don't come back until I'm finished with the room. Ich habe eine Hotel-Tourkarte gefunden. Ist das nicht toll? Und da wurden wir rausgeschmissen. Was darauf hindeutet, dass unser Zimmer vorher Helen gehört hat. Ja, wer bist du denn jetzt schon wieder? Hey, who's there? Mein Gott, und da ist er vanished. Einfach so. Unfassbar. Also, wir merken. Ein komischer Hotelmanager, ein komisches Reptil, eine komische schwarze Gestalt. Viele schwarze, merkwürdige Gestalten. Und nein, das war nicht rassistisch gemeint. Und ich denke, dann stürzen wir uns beim nächsten Mal weiter in die Geheimnisse von Serpent Creek. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei bei diesem spannenden Abenteuer. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.